Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft. Und diese Folge wird richtig Gas gegeben. Hier wird heute Action neu definiert. Spannung und Action pur, alles Action und spannend geladen. Und wenn ich jetzt nochmal Action und Spannung in irgendeinen Satz versuche runterzubringen, werde ich ganz spannend und ganz actionreich. Mir selbst die... Warum? Ich habe doch noch gar nicht geschaufelt. Warum kriege ich denn? Ich meine, ist gut, aber... So, wir brauchen Sand. Sand ohne Ende. Und was wir noch machen könnten, ich erinnere mich, ups. Wir können, da es ja hier genügend Sandstein gibt, diesen direkt abbauen. Und da haben wir uns pro geschlagenen Sandstein 4 einzelne Sandblöcke gespart. Ich habe ein kleines Problem, glaube ich. Ja. Das ist jetzt blöd. Ich habe... Haben wir hier Schafe. Ja, sehr gut. Okay, das ist natürlich wieder sehr gut durchdacht, aber na komm. Ja, ich habe vergessen, Bett mitzunehmen. Was unabdingbar ist. Und eine... Ach, weißt du was, das ist doch nervig, ist das. Dann machen wir das mal anders. So, dann gehen wir mal ganz hier oben hin, packen das hier hin. So, dann werden wir ein Bettchen bauen. So. Und wir werden, ganz recht, eine Truhe vor Ort bauen. Damit wir diesen ganzen Schmodder, wie sowas hier, sowas hier, sowas hier und sowas hier. Und das sowieso. Und, ja, das reicht ja jetzt erstmal. Das stellen wir hier hin, das Bett. So, dann können wir jetzt erstmal schlafen. Ja, und dann haben wir hier so ein kleines Sanddünenlager, irgendwas in der Richtung. Wird uns schon was einfallen, wie wir das hier rechtfertigen. Diese Verschandelung der Natur. Und Kollege, der Mond ist schon fast aufgegangen und ich würde jetzt sehr liebend gerne schlafen. Sehr liebend gerne. So. Dann, die Schaufel gezückt. Und weiter geht's ans, ans Graben. So, denn wir brauchen natürlich auch Glas, obwohl wir noch einiges an Glas haben, aber, nie genug. Kann man sich in Minecraft merken. Solche Sachen wie Kies oder wie Glas oder Wolle oder hat man nie genug. Wobei Wolle, ja doch, Wolle geht eigentlich. Aber es geht ums Prinzip. So, und jetzt hatte ich hier in der 30 Fragen dies das Special Sendung oder Folge, hatte ich ja jetzt genügend Gesprächsthemen und die habe ich ja jetzt gar nicht. Was mache ich denn jetzt noch? Ich hatte mich ja zuletzt über auch versucht, oh Gott, um die Welt zu unterhalten, aber irgendwie, ups. Was kann man jetzt thematisieren? Vor allem, was ist denn locker flockig und interessant genug? Weil politisch korrekte Themen, ja, politisch korrekt ist sowieso, also, ne? Wie gesagt, Politik oder politisch und korrekt in einen Satz unterzubringen, ist irgendwie, ja, abstrus. Womit ich natürlich wieder meine offene Rebellion gegenüber der Politik jetzt hier offen dargelegt habe. Ein Offenbarungseid sozusagen. Ich möchte auch gar nicht so bierernste Themen nehmen. Boah, ja, weiß ich nicht. Worüber könnte man reden? Ich weiß auch gar nicht, wie ich hier schaufeln soll. Ja, fangen wir von hier an. Ach, guck an, und hier haben wir auch gleich den Sandstein. Ja, ich wollte jetzt eigentlich nicht eine ganze Sendung damit, eine Folge damit füllen. Warum lerne ich das? Ich verstehe es ganz ehrlich gesagt nicht, warum ich solche Sachen wie Folge anstatt Sendung nicht lerne.
Ich weiß es nicht warum. Es ist auch nicht so, dass ich normalerweise bin ich gar nicht so lernresistent. Aber es gibt manche Kleinigkeiten, vielleicht weil es gar nicht so wichtig ist, ich weiß es nicht, die mir scheinbar ja nicht in den Kopf wollen. Habt ihr sowas auch? Dass es irgendwie Sachen gibt, die ihr immer falsch sagt oder macht, obwohl ihr es besser wisst? Ach, wie schön. Ich habe gerade gehorcht. Wir haben gerade 17 Uhr, also 16.48 Uhr, um genau zu sein. Und die Leute sind wieder am Feiern und am Rumböllern, Bollern und. Manches Mal, also normalerweise ist das hier ein ruhiges Haus, aber manches Mal, da frage ich mich auch, Leute, was feiert ihr da wieder? Das ist so, man kann sich doch irgendwie gar nicht drauf einstellen. Normalerweise ist es ruhig, ne? Und dann irgendwann kommt so ein, als ob man irgendwo bei den Leuten da oben Schalter im Kopf umgelegt hat und bumm, sind die laut, als ob sie, weiß nicht, auf dem Bahnhof wären oder im Zirkus. Ich verstehe das nicht. Vor allem, das ist ja nicht mal so, dass sie irgendwie Leute eingeladen haben oder so. Das hört man. Ich bin ja hier, ich wohne ja Erdgeschoss. Und da kriegt man ja sowas mit. Mehr oder weniger, meistens unfreiwillig mehr. Aber das ist es ja nicht. Ich meine, wenn ich da mal höre, dass da ein Besuch ist, dann stelle ich mich auch drauf ein und dann ist es auch dementsprechend dann lauter wie erwartet. Aber bei denen ist das so von jetzt auf sofort, bumm, auf einmal, weiß nicht, kriegen die einen Knick oder so und dann meinen sie, ja, jetzt bin ich mal laut, nee, Party. Vor allem, das sind augenscheinlich nicht mal jugendliche Partytypen oder irgendwie so, das ist schon etwas älteres Semester. Der ein oder andere Nachbar hier und, eigentlich im normalen Alltag total ruhig. Total ruhig. Und dann legen sie los. Wie wild gewordene, keine Ahnung. Tiere. Ich sag jetzt mal Tiere, mir fällt jetzt kein Tier ein, welches man für dieses... Was? Okay. Ich hab... Ach, guck an, Eisen! Haben wir nicht bei der 30 Fragen dies das Folge auch dieses Eisen gefunden? Weiß ich gar nicht mehr. Mir kam es so vor, oder? So, und das natürlich wieder mal optimal. Wenn man jetzt hier direkt eine neue Schaufel bauen kann. Habe ich schon wieder keinen Platz? Doch, habe ich doch. Leute, die bollern hier wirklich, als ob sie hier das Haus auseinandernehmen wollen. Na komm, futter dich eben kurz. Ich bin ja immer so durchgehend der ruhige Typ. Außer wenn ich Let's Plays mache. Na, lass mich doch los, verdammt. Aber ansonsten, nee, ich höre keine laute Musik und da ich ein Gamer bin, habe ich ja eh keine Freundin oder Freunde. Bin immer so allein so ein Kellerkind halt. Nein, Quatsch, natürlich nicht, aber ich bin tatsächlich eher ein ruhiger Typ. Und von mir hört man, muss ich ganz ungeniert sagen, nichts. Also ich bin eigentlich ein ganz angenehmer Nachbar. Vielleicht bin ich auch schon ein Einsiedler, so ein Eigenbrötler, der so immer so alleine lebt und dann irgendwie ein total komischer Kauz wird, der sofort zusammenzuckt, wenn es mal ein bisschen lauter wird. Ich habe keine Ahnung, kann sein. Glaube ich zwar nicht, also laut meinem momentanen Bewusstsein ist es definitiv nicht so. Aber ich weiß nicht. So, jetzt haben wir schon einiges an Sand. Ich würde aber gerne noch ein bisschen Sandstein schaufeln. So kann man das auch noch. So. Ach ja, es ist immer... Wir haben ja schon wieder 10 Minuten herrliches Buddeln hinter uns. Mann, die Zeit vergeht, wenn man Spaß hat, ne? Sind doch eigentlich bald schon voll. Kann man alles in den Ofen schmeißen. Aha, Kollege, jetzt hör mal auf da oben. Was ist denn los mit dir? Nimmst die Bude auseinander.
So. Ja, das ist jetzt ein bisschen blöd, weil ich wollte jetzt hier nicht... mich jetzt nicht irgendwie in die Tiefe graben hier. Wie gesagt, mit diesen Sandsteinen will ich gleich... oder später, in einer der späteren Folgen jedenfalls, ja, die Bude bauen. Weil ich finde, das hat irgendwie so... also bei diesem Texturenpaket auf jeden Fall, passt das irgendwie farblich? Ist das irgendwie abgestimmt? Finde ich jetzt. Also ist nicht so kontrastreich und es harmoniert irgendwie. Keine Ahnung. Vielleicht sieht es auch komplett grottenhässlich aus und wir reißen alles wieder ab. Gut möglich, es ist Minecraft. Ich wollte ja auch schon immer mal gerne Cube World anspielen, aber irgendwie kam ich nie dazu. Ich weiß nicht, ich habe einmal kurz reinguckt bei dem Let's Play von Kong, Sarazza und Co. Aber irgendwie, ich weiß nicht, warum habe ich das nicht geguckt. Irgendwie war es, ja, das Spiel an sich war okay, aber, ja, keine Ahnung. Irgendwie diese LPT, manche Projekte sind okay, so wie GTA 5 Online. Aber da auch nur irgendwie zu anfangen, weil irgendwie mit der Zeit war es so, ja, man hat schon alles gesehen. Gut, das sag ich jetzt hier, der hier Minecraft Let's Play, das millionste Minecraft auf YouTube. Aber, naja gut, ich weiß nicht. Ist halt eigene Meinung und mir fallen halt momentan keine anderen Themen ein. Also, lass mich. Es wird schon wieder dunkel. Die Taschen sind auch mit Sicherheit gleich voll. Ich werde hier nur gleich kurz den Sandstein noch ein bisschen abbuddeln. Dann bin ich ja auch schon wieder da. Also, dann gehe ich auch schon wieder los und zurück und ein bisschen bauen. Ich habe wieder sehr schlau. Ja, genau. Das ist nervig mit den Monstern. Ich meine, gut, ich könnte die Monster auch ausschalten, aber dann ist es wiederum... wobei das ja auch eigentlich ein Kasperletheater ist hier mit den Monstern, ne? Man schaltet die Monster ein für den extra Thrill und dann schläft man nachts nur und... und selbst wenn man keine Betten hat oder also wie früher, dann verkriecht man sich in irgendwelchen selbstgebauten, gegrabenen Höhlen und... ja, ich weiß nicht. Ist irgendwie merkwürdig. Aber ich schlafe trotzdem. Also, können wir jetzt eigentlich? Im Prinzip können wir schon, ne? Na gut, einmal kurz was trinken, während wir schlafen. So. Ja, was? Ach so, ja, da hinten ist ja auch noch rum. Also, genügend Sand haben wir definitiv. Mal gucken, ob ich noch ein bisschen Sandstein kriegen kann, direkt. Wow. Also wir haben auch schon gut gebuddelt, ne, muss ich sagen. Wir waren fleißig. Warum habe ich hier so gepflegt darauf geachtet, dass das Wasser hier nicht reinschwemmen kann? Kann doch eh nicht reinschwemmen. Ich Experte. Und da ist die nächste Axt, sage ich schon, Schaufel hinüber. Okay. Ja, ein Schaufeln war halt noch ein bisschen, was soll es denn? Mein Gott, jetzt sind wir schon mal hier. Dann können wir auch mal aus dem Vollen schöpfen, wie es so schön heißt. Auch wieder so ein komischer alte Redewendung, aus dem Vollen schöpfen. Wir schöpfen aus dem Vollen, keine Ahnung. Also die deutsche Sprache birgt schon so manch merkwürdige Klamotten. Mir fehlen momentan die Worte. Ich bin ein bisschen ja fast schon hypnotisiert von diesen ganzen monotonen Schaufeln. Lalalala. Ach, wie ist das Leben schön. So, ich glaube, hier können wir aber wirklich... hier haben wir einiges an Vorrat, sandmäßig. Also demzufolge brauchen wir gar keine Wüste. Wir haben doch mehr als genug Sand. Und ich will ja nicht eine komplette Sandstadt bauen, sondern eine Wüstenstadt bauen, besser gesagt.
vielleicht mal hier und dort das eine oder andere aus Sand und oder eine Glasstadt. So wie Rapture. Kann ich mal aussprechen hier richtig. Okay, aua. Und ich habe keine Axt mehr. Und das ist auch egal, weil wir bräuchten die Spitzhacken, aber die habe ich auch nicht mehr. Ja, wisst ihr was? Dann gehen wir jetzt halt, ne? Ich würde sagen, das reicht auch voll und ganz. Schmeißen wir zu Hause die Öfen an. Für ein bisschen Glas. Machen wir uns jetzt erstmal wieder auf den Heimweg. Ich merke, ich habe leichte Kopfschmerzen. Das ist aber nervig. Vor allem, da ich ja vorhin noch eine Aspirin genommen habe. Ach, sehr ärgerlich. Naja, aber wollen wir mal hier nicht wehleidig sein. Wir müssen hier ackern. Wow. Ups. Wo ist... Ah, hier sind wir wieder zu Hause. Ach, ist das schön. Ach, ist das schön. Lalalala. So, weit genug weg von zu Hause haben wir alles abgebaut. Damit wir uns die schöne Gegend hier nicht vermieseln. Und wie gesagt, wir haben zwar auf den langen Reisen keine Dschungelbiome gefunden oder Savannen oder. Aber trotzdem ist und bleibt die Karte hier wirklich ein Segen. Ich find's schön. Nee, doch, muss ich sagen. Ich find's schön. Na, na, komm schon, los. Mann. So. Ja, ich weiß. Ich war gerade eben... Ja, ich war Sandschaufeln. Ich mache mich ja schon... Nein! Mache ich jetzt nicht. Ich muss was zu tun. Mann. Habe ich hier was? Habe ich hier was? Habe ich hier was? Nein. Dann machen wir hier mal Glas. 7, 8. So, und dann mal gucken. Wir wollen ja viel Sandstein haben, ja. Das ist immer so eine Sache. Da hat man wirklich nicht viel von. Ist ja ähnlich wie diese Nethersteine. Da hast du im Prinzip so gut wie gar nichts, ne? Moment mal, habe ich nicht da hinten noch? Komm her. So ist gut. Sand. Hier ist noch ein 64er dann insgesamt. So und so und klack. Dieses Sandteil und so, 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 so. So, jetzt haben wir aber doch, ja doch, jetzt haben wir aber wieder genügend. Komm. Nehmen wir das und das mit. Das Eisen können wir das Eisen können wir einschmelzen. Ja gut, das hätten wir hier hinlegen können. So viel brauchen wir auch nicht mehr. Wir brauchen jetzt aber eine Schaufel, richtig? Nein, Schaufel haben wir, Spitzhacke bräuchten wir. Und die mache ich uns auch so gleich. So. Dann wollen wir mal gucken. Gehen wir mal schnell hin und versuchen. Ja, doch. Warte mal. Ups. Hör doch mal auf hier. Immer nur zu mosern. So. Noch können wir hier hoch. So, Sandstein. Bitte einmal hier. Zack, zack, zack. Auer. Und hier 1, 2, 3, 4. Ich weiß nicht, warum ich wieder im französischen Akzent... Aber lassen wir das. So, hier mache ich das natürlich wieder mit unserer... Hier kommt ja fast schon eine Glasfront hin. 1, 2, 3, 4. Zack. Und... 1, 2, 3, 4. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ouch, wie das aussieht. Hallo, Sandstein? So. Hm.
Ja. So, eins, zwei, müssen wir das hier und hier haben. Haben wir hier. Eins, zwei, zack, eins, zwei. Dann hätten wir hier. So, so, so und so. Ich guck mal kurz, ja. Das wäre dann hier so. Und die Front wäre, wie gesagt, aus Glas. Wobei wir da auch wieder gucken könnten, müssten, sollten. Ich mache einfach jetzt mal nur so. Ist ja schnell abgebaut wieder. Also falls es uns nicht gefällt, dann können wir ja immer noch. Und, ne? Da hat ja niemand von euch was dagegen, denke ich mal. So und so und so und so. Ja. Könnte was werden, muss aber nicht, ne? Ja, wo mache ich ein Thumbnail? Weil wir sind schon wieder am Ende. Oh, ich bin so am Ende. Ich bin aber wirklich am Ende. Ach. Ja, sieht ein bisschen kacke aus, so mit der Sonne im Blickwinkel. Und wenn ich das so mache... Ja, so sieht das doch mal nicht schlecht aus. So. So. Mache ich jetzt mal einfach. Und ich würde sagen, liebe Leute, wir schauen uns in der nächsten Folge mal an, was wir daraus noch zaubern können. Und bis dahin alles Liebe und alles Gute. Tschüss.